Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr zu einem neuen Video eingeschaltet habt. Ich habe heute meine riesen Aufgebrauchtkiste hier und wenn euch interessiert, was bei mir so leer geworden ist in den letzten 1,5 Monaten ungefähr, dann bleibt doch sehr, sehr gerne dran. Beginnen möchte ich mit einer Creme, die mir sehr, sehr gut gefällt und ich freue mich sehr, dass ich die testen durfte und zwar von Beauty Mates, die Hyaluroncreme. Und ich habe die für normale Haut, da gibt es da verschiedene Varianten und die habe ich sehr, sehr gut vertragen. Ich habe die verwendet zusammen mit den Boostern, die sind auch noch nicht aufgebraucht im Gegensatz zur Creme. Einmal hier den Selbstbräunungsbooster und einmal den Koffein Wake Up Booster. Und ich blende euch die wichtigsten Facts dazu ein. Selbstbräunungsbooster mag ich sehr, sehr gerne, weil man hier selber dosieren kann, in welcher Stärke man das gerne hätte, ob man gerne ein bisschen Hauch Bräune hätte oder gerne ein bisschen bräuner. Also je nachdem, wie viele Tropfen man sich da in die Creme einmischt, entweder in eine Gesichtscreme wie diese hier oder eben in eine Bodylotion und dann für den ganzen Körper verwendet. Das kann man dann selber entscheiden. Und dieser Koffein Wake Up Booster, der gibt morgens einfach noch einmal den Kick, wenn man den dann nimmt, zum Beispiel mit einem Gua Sha oder irgendwas, so ein bisschen Me-Time morgens zum Einarbeiten. Also ich habe dann wirklich den Eindruck, dass meine Haut dann ein bisschen einfach wacher und fitter ist für den Tag und ich benutze den auch sehr, sehr gerne. Nochmal kurz zu den Boostern, also bei dem Coffee in Wake Up Booster, den kann man natürlich auch pur nehmen. Man kann sich ein paar Tröpfchen dann irgendwo drauf machen und das Ganze irgendwie einrollern oder so. Oder man kann das eben auch in die Pflege mit einmischen. Und den Selbstbräunungsbooster, den muss man natürlich in irgendeine Pflege oder in irgendwas mit einmischen, weil sonst hat man braune Flecken im Gesicht. Beauty Mates ist ein deutsches Kosmetik-Startup-Unternehmen aus Bayern mit personalisierter Wirkstoffkosmetik. Also schaut da gerne mal auf der Homepage vorbei. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, den blende ich euch gerne ein. Da könnt ihr noch ein bisschen was sparen zu eurer Bestellung. Und ja, also ich mag die Produkte gern. Auf der Homepage findet ihr noch einen Set-Konfigurator. Das heißt, wenn ihr euch unsicher seid, in dem was ihr bestellen sollt, könnt ihr dort gerne euren Hauttyp eingeben und die ganzen Merkmale, was ihr gerne auch hättet, ob ihr gerne ein bisschen einen Lifting-Effekt hättet oder was ihr gerne für eure Haut hättet und dann spuckt da das passende Produkt für euch aus. Genau, also die beiden Booster sind noch nicht leer und die werde ich auch weiterhin gerne nutzen. Was aber jetzt leer geworden ist, leider ist diese tolle Creme hier. Bin ich ein bisschen traurig drüber, aber die hat echt so gute Dienste geleistet und auch mein Sohn fand die toll, weil da eben keine Duftstoffe oder so drin sind. Die ist ganz, ganz natürlich, ist für empfindliche Haut geeignet und mein Sohn hat Neurodermitis, verträgt die sehr gut und ich vertrage die auch sehr gut bei meiner trockenen Haut, bin ich richtig begeistert. Was mir eben auch wichtig ist, dass da gute Inhaltsstoffe drin sind und das verspricht Beauty Mates und hält es auch. Es ist alles parabenfrei, mineralölfrei, silikonfrei, PEG-frei. Alles ist tierversuchsfrei und vegan. Das sind auch so Dinge, auf die ich inzwischen sehr, sehr viel Wert lege und freue mich da sehr, dass ich da eine entsprechende Pflege gefunden habe, die mir und meiner Haut sehr, sehr gut tut. Aufgebraucht habe ich ein Body Peeling von M. Asam und zwar die Day Glamour Variante. Ich glaube, das habe ich komplett geleert. Genau, das komplett, das ist das letzte Körnchen. Ich fand den Duft jetzt nicht so toll. Also das hatte ich in so einer Mystery-Tüte drin von M. Asam und zwar schon vor längerer Zeit. Ich mag die Peelings total gern von der Pflegewirkung, aber das fand ich jetzt vom Geruch nicht so toll. Da bin ich doch eher so bei Kokos, Pistazie oder sowas und das war mir ein bisschen zu blumig. Leer gemacht habe ich weiters das hier. Das ist von Hawaiian Tropic After Sun Body Butter. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Allerdings irgendwann, ich konnte Kokosduft, weil der wirklich so süß künstlich ist, irgendwann nicht mehr so gut riechen. Ich liebe Kokos, aber das war mir dann irgendwann zu viel. Ich hatte dann noch ein zweites hier. Das habe ich dann im Trash-Paket weitergegeben, weil es mir dann einfach, ja, ich konnte dann einfach irgendwann nicht mehr. Und jetzt ist eben Herbst und jetzt will ich nicht die ganze Zeit nur noch Kokos riechen. Also das ist leer geworden. Wie gesagt, für den Sommer würde ich mir das jederzeit gern wiederholen. Dann habe ich endlich, ich habe so gekämpft, das hier leer bekommen, von Fructis Watermelon Hair Food. Das ist eine Haarmaske. Ich habe die verwendet nach der Haarwäsche und habe sie dann eben auch nochmal nach ein paar Minuten ausgewaschen. Meine Haare sahen so schlimm damit aus. Die sahen halt immer gleich nach der Haarwäsche noch aus wie fettig. Das Ganze ging nicht gescheit raus. Deswegen habe ich es dann immer vor der Haarwäsche gemacht und das ging gut. Also ich habe das dann drauf gemacht, diese Haarmaske, bin dann ein bisschen herumgelaufen, habe noch irgendwas gemacht und dann bin ich unter die Dusche, habe mir das wirklich mit Shampoo dann runtergewaschen und dann war das wirklich so, dass meine Haare dann schön genährt waren, gut geduftet haben und so weiter. Hat dann noch lange nach Wassermelone gerochen.
Das Ganze ist vegan. 98% biologisch abbaubare Formel mit pflanzlichen Ölen, ohne Silikone für ein natürliches Haargefühl. Ich würde es wieder verwenden, aber wirklich nur vorm Haare waschen, weil ansonsten hat es für mich jetzt keinen Sinn gemacht. Sehr, sehr schade ist, dass dieses Shampoo leer geworden ist. Das hatte ich in der Glossybox drin. Garnier Fructis Coco Frizz Control. Das hat so toll und so natürlich nach Kokosnuss geduftet und ich fand es so angenehm in den Haaren. Ich fand das richtig, richtig toll. Ich muss mal gucken, ob ich mir das noch nachkaufen kann. Ich bin froh, dass die leer geworden ist. Und zwar ist das von Kneipp die Fußpflege Hydro mit Aloe Vera und Wasserminze. Und die hat meine Füße so ausgetrocknet. Ich habe dann überlegt, was ich machen soll damit. Aber ich habe es dann wirklich fertig verwendet. Zweiter Inhaltsstoff ist schon Alkohol. Meine Füße sind so trocken geworden damit. Und es ist ja eigentlich genau das, was man nicht möchte bei so einer Fußcreme. Schade. Wir haben hier eine Zahnpasta, die mag ich sehr, sehr gern, obwohl ich die Marke eigentlich nicht mehr kaufen möchte, aber ich habe noch ein paar da. Odol mit 3 Senses Refreshing mit Wassermelone, Gurke und Minze und ich liebe diesen Geschmack. Er ist richtig schön, angenehm, toll und ich habe da gab es im Sommer so eine Aktion und ich habe da gleich ein paar Packungen gekauft. Die habe ich jetzt halt noch da und werde die auch nehmen, aber ich möchte die Marke einfach nicht mehr unterstützen und von daher ja, werde ich leider die dann nicht mehr nachkaufen. Ich habe eine Tuchmaske gemacht. Das war die Magic Stripes. Ich glaube, dass die mal in der Blockerbox drin war. Eine magnetische Tuchmaske. Ich zeige sie euch auch. Ich habe sie extra getrocknet und aufgehoben, weil die schon irgendwie was Besonderes ist. Die hat hier so kleine Magnete mit drauf. Ich fand die mega angenehm. Also das war eine der besten Tuchmasken, die ich je hatte. Aber ob diese Magnete jetzt irgendwelche Wirkungen gehabt haben, das könnte ich jetzt nicht sagen. Ich habe nur gemerkt, dass die Passform einfach ganz, ganz toll war und es nicht zu stark parfümiert war. Es lag schön auf der Haut, es hat meine Haut durchfeuchtet. Aber was die Magnete hier, also da habe ich nichts gemerkt. Die Kraft, die in der Maske enthaltene Magnete, regt die Blutzirkulation an. Das im Blut erzeugte magnetische Feld verbessert den Abtransport von Giftstoffen, Unreinheiten und überschüssigem Wasser für den Körper. Ich weiß nicht, ob man so daran glauben kann. Ich habe nur gemerkt, es hat meiner Haut gut getan und ich glaube, dass sie sündhaft teuer ist und von daher werde ich mir die nicht nachkaufen. Von Birkenstock habe ich aufgebraucht ein kleines Pröbchen. Das war die Moisturizing Rich Cream und ich war da sehr, sehr enttäuscht davon, weil die sehr stark parfümiert war. Also leider fail. Dann Sensei mag ich sehr gern. Also das ist ein Pröbchen gewesen. Das war ein Lifting Effect Serum. Fand ich sehr, sehr toll. Aufgebraucht habe ich, das sieht ein bisschen zerrissen aus, von Wishful. Ein Gentle, Simple, Effektiv. Was ist das Ganze? Eine hydratisierende Creme mit Niacinamide, Lavendel und Honig. Und ich finde, diese Creme riecht dermaßen nach Honig. Wahnsinn. Also ich fand, da steht ja auch Honeybalm drauf. Jelly Moisturizer, okay. Wer lesen kann, ist vom Vorteil. Nee, ich fand die echt, echt toll. Also das war so ein kleines Pröbchen und ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze auch tierversuchsfrei und so weiter ist. Ich finde hier drauf nichts. Ob das dann automatisch heißt, dass sie Tierversuche machen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich fand die Creme schön. Also die ist richtig schön in die Haut reingeschlüpft, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mich danach zu schminken. Also das ist dann eher so eine Nachtcreme für mich gewesen, eben auch mit dem Lavendel und Honig. Also ich fand die als Nachtcreme sehr, sehr gut, aber so tagsüber unter Make-up würde ich die, glaube ich, gar nicht haben wollen. Dann haben wir hier noch, das war ganz, ganz schlimm. Also das habe ich sofort abwaschen müssen. Hyaluron Boost sofort Effekt, Hyaluron Feuchtigkeitsbooster für die Haut zur Art Serum Creme oder so. So schaut es innen aus. Und es war dermaßen parfümiert. Es hat so, also auch gestunken richtig. Das war ganz, ganz gruselig. Ich habe es aufgegeben auf die Haut. Es hat angefangen zu brennen, zu jucken. Ich habe es sofort abgewaschen und es hat so gestunken. Nein, danke. Dann habe ich noch, wie schon mal, es geht alles. Das hier gehört zu dem. Das ist Hyaluron Körpercreme von M. Asam. Und die mag ich sehr gern. Wieder ein kleines Pröbchen getestet. Und von Dalton habe ich noch zwei Sachen. Einmal die Body Butter, die fand ich auch sehr schön. Genau, ups, so rum. Die Body Butter und einmal Face Care Hals- und Dekolleté-Creme hat mir auch gut gefallen. Genau, also da war jetzt nichts von den Dalton-Produkten, wo ich sage, boah, mega, das muss ich unbedingt nachkaufen. Aber die fand ich jetzt ganz gut. Und endlich, ich bin so froh, dass das leer gegangen ist. Ich wollte es dann auch nicht gebraucht irgendwie weitergeben.
Honeysuckle Beauty von Truckle Moon, ein Duschgel. Duftrichtung okay. Ja, es duftet halt irgendwie, aber ich fand die, es ist nicht so ein schönes Spa-Erlebnis dann unter der Dusche und irgendwann hat es mich genervt und ich war so froh, dass das jetzt leer war. Ich finde auch die Pötte viel zu groß. Es geht nur weiter, es ist richtig viel dieses Mal und zwar von Luvos eine Reinigungsmaske, die fand ich ganz gut. Mit Hamamelis, intensive Reinigung und ich mache solche Reinigungssachen meistens vor der Dusche, dass ich mir das aufgebe und dann, wenn ich unter der Dusche bin, nehme ich mir das Ganze wieder ab. Dann ohne Worte eine Facial Sheet Mask. Ich fand sie ganz schlimm, weil die hat so, war dermaßen parfümiert. Ich konnte sie auch wieder nur kurz drauf lassen. Ich muss mir das jetzt echt merken, dass ich die gar nicht erst verwende, sondern am besten immer gleich weitergebe oder so an Leute, denen das nichts ausmacht. Aber die war mir einfach viel zu stark parfümiert im Gesicht. Die ging leider gar nicht. Wiederum toll fand ich diese Maske hier. Die Wonder Stripes Moisturizing Booster. Ich weiß jetzt gar nicht, woher die war, aber ich glaube, das war auch eine hochpreisigere. Und die fand ich auch schön. Genau. Eine Repair-Maske. So, und jetzt klebt das zusammen, weil irgendwas ausgelaufen ist. Von Luvos eine Repair-Maske, beziehungsweise zwei. Mit Buchenknospenextrakt und Heilerde. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und eine Feuchtigkeitsmaske. Und die fand ich ein bisschen jetzt nicht so toll. Also mit Mandelöl war okay, aber jetzt nicht so, dass ich mir sagen würde, die muss ich jetzt unbedingt noch einmal haben kaufen. Und das hier muss ich jetzt leider aussortieren. Das war meine Sonnencreme vom Sommer und ich möchte die einfach nicht bis nächstes Jahr ziehen. Und ich werde die mir definitiv im Winter nicht aufgeben, weil die hat Lichtschutzfaktor 30 und das brauche ich, das nehme ich im Hochsommer. Und das ist halt eine typische Sonnencreme. Das ist keine Tagescreme mit irgendwie Lichtschutzfaktor, sondern das ist halt so eine richtige fettige Sonnencreme und die will ich eigentlich im Winter nicht haben. Da sieht man noch, wie viel drin ist, also so viel ist noch drin. Ich mag die auch total gern, weil die nach Kokos riecht. Und ja, ich finde sie toll, aber ich werde sie jetzt einfach entsorgen, weil nächstes Jahr kommt eine neue. Und viele von euch haben mich gefragt, ich soll da meine Erfahrungen zeigen zu diesem Produkt. Und ich habe das momentan unter der Dusche liegen, weil ihr auch so total daran interessiert seid. Festes Peeling Hanf von Isana. Reichhaltige Pflegeformel, pH hautneutral mit wertvollem Hanföl. Und ich kann dazu sagen, holt's euch Mädels. Also wirklich, ich finde das so genial. Es schäumt schön, es duftet gut und es hat eine mordsmäßige Peeling-Wirkung. Also ihr dürft halt keine empfindliche Haut haben an den Beinen oder wo ihr euch peelen wollt. Weil diese Peeling-Körnchen sind schon sehr, sehr scharf. Also wenn ihr euch dann peelt oder so, kann schon sein, dass ihr so kleine Kratzer bekommt. Ich weiß gar nicht, was das für Peeling-Körnchen sind. Kann man das irgendwie hier rauslesen, aber ich glaube nicht. Also ich weiß gar nicht, welche Peeling-Körnchen das sind. Das ist auf jeden Fall kein Mikroplastik, das ist irgendwas Natürliches. Und die sind dermaßen scharf. Ich hatte ja schon mal eine feste Peelings-Seife und das war genau das Gleiche. Nur, dass die mir halt hier vom Duft, finde ich die toll und die hat so eine Kordel dran. Ja, hier war das Loch, da war die Kordel raus, wo man die auch super aufhängen kann und den eben trocknen kann. Also ich werde mir da sicher noch zwei ins Backup legen, wenn ich das nächste Mal irgendwie beim Rossmann bin. Die kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Aufgebraucht habe ich, und das ist jetzt alles ein bisschen ausgelaufen, von Bee Oil das Hautpflegeöl. Narben hilft das Erscheinungsbild, also ich habe keine Narben. Aber ich habe das trotzdem sehr gerne genutzt. Ich habe das jetzt schon, glaube ich, 2 Jahre aufgehabt. Also zu lang eigentlich. Das war bei mir im Wohnwagen. Ich habe es jetzt eben noch aufgebraucht, hierher mitgenommen. Und ja, fand ich eigentlich ganz gut. So nach der Dusche ein bisschen einreiben. Es ist halt schon ein richtiges Öl. Also es ist schon sehr, sehr dickflüssig. Und bis das mal eingezogen ist und so. So nach der Dusche geht es mal. Aber ja. Aufgebraucht habe ich 2 Mal. Ich zeige euch beide. Von Sukin. Der Moisturizer Natural Rich Facial Super Green parabenfrei 125 Milliliter in einem Fläschchen drin und ich habe eins zu Hause gehabt im Spiegelschränkchen, eins im Wohnwagen und die sind jetzt einfach beide ziemlich zeitgleich leer geworden. Ich mag die Marke Sukin sehr gerne, mag die Produkte auch gerne. Das Einzige, was mich daran stört, ist, das Ganze kommt aus Australien und wird hierher verschifft. Also, dass es hier so lange unterwegs ist und so, gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber ansonsten, ich mag die total gern. Und dann, ah ja, das habe ich erst gestern aufgebraucht. Crema Corpo von BioLady, das hatte ich im Tauschpaket drin und das fand ich richtig schön. Das hat total gut geduftet, ganz, ganz leicht, also gar nicht ja, großartig nach irgendwas, aber einfach so ein ganz pflegender Duft und ist schön eingezogen und ich mochte das sehr, sehr gerne. Einziger Nachteil, da war nur 50 Milliliter drin.
Wenn man etwas mag, dann hat man auch gerne viel davon. Und den fand ich auch ganz toll. Das war ein Toner von Thermal Toning Essence von Babur. Und der war mal in der Glossy Box Babur Edition. Und den fand ich auch richtig gut. Also, ja. Dann habe ich wieder so ein kleines Ding hier aufgebraucht. Das habe ich mit meinem Sohn zusammen immer wieder mal Coco Cabana Cream von Sol de Janeiro. Und ja, ab und zu einfach nur ein bisschen hier auf die Arme immer wieder gegeben, dass es einfach schön duftet. Dann aufgebraucht ein Cleanser von eCooking. Ich glaube, den kennen alle von euch. Das ist so mit so Gurkengeschmack oder so. Riecht total frisch und ich mag den total gerne. Ich freue mich, dass ich da noch zwei im Backup liegen habe. Ich habe den unter der Dusche einfach und wenn ich dann gerade so Gesichtsmasken, Tonerdemasken oder irgendwas abnehmen möchte, dann mache ich das damit. Und ja, ich mag den sehr gerne. Wenn nach der Tonerdemaske dieser frische Duft dann einfach, finde ich super. Von Sephora habe ich das hier jetzt aussortiert, das geht jetzt einfach nicht mehr. Express Nail Polish Remover, also das ist ein Nagellackentferner. Und zwar hat der oben so ein Schwämmchen drin. Und dann steckt man den Finger rein und rührt so ein bisschen rum und dann geht der Nagellack weg. Und der ist jetzt einfach empty, also der ist jetzt voll am Limit, aufgebraucht, funktioniert nicht mehr. Aufgebraucht habe ich eine Lippenpflege von Shaw & Len. Ja, das ist jetzt nicht mehr so ansehnlich. Ich habe es jetzt nicht rausgekratzt mit einem Fingernagel, hätte ich da sicher noch was rausgebracht. Ich wusste gar nicht, dass Shaw & Len auch so Lippenpflege hat, aber ja, fand ich ganz okay. Mir hat der Duft nicht so gut gefallen. Das war irgendwie nicht so mein Fall. Und dann bin ich sehr, sehr traurig, weil das hat sich leider bei mir verabschiedet. Das ist von Clarins ein Lippenöl in der Farbe 02 Raspberry. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, hat sich da das Ganze getrennt. Ich habe es dann versucht zum Rühren und so weiter, aber das ist mir einfach gekippt. Aber ich habe es noch nicht so lange auf. Da steht drauf 18 Monate, aber ich habe das definitiv noch kein Jahr auf. Und ich finde es echt schade, dass das hier gekippt ist. Also das hätte jetzt lila sein müssen. Und irgendwie, es riecht auch unangenehm. Deswegen muss ich das leider, obwohl ich es vielleicht 2-3 Mal benutzt habe, jetzt einfach fliegt es raus. Noch eine Tuchmaske von Dalton und zwar die Hightech Innovation auf natürlicher Basis. Das ist die Face Care Hydro Lift Biozellulose Maske und die war natürlich sowas von angenehm. Die Biozellulose Masken sind richtig, richtig schön und angenehm und durchfeuchten die Haut, genau das, was ich brauche. Und das war schon ein richtiger Me-Time-Spa-Moment. Dann haben wir hier nochmal was. Was ist das? Ah, das war eine Maske, die hat mir gar nicht gefallen. Die war, ich glaube, in der Apothekenbox. Nee, die war bei dem Parfümtrims Adventskalender drin. Die Hydration-Maske und so weiter, die war richtig parfümiert und ich fand die ganz schlimm. Dann haben wir noch einmal Hyaluron-Augenpads von Annemarie Börlind. Ich wollte jetzt einfach gucken, dass meine Bestände ein bisschen leerer werden. Ich habe auch schon ganz viel weggegeben von meinen Masken, weil ich einfach von diesen Einmal-Masken und Patches ein bisschen wegkommen möchte. Aber jetzt zu den Augenpads, ich fand die schön, aber ich finde andere irgendwie besser. Deswegen habe ich mich da gewundert. Ich denke, Annemarie Börlind ist auch keine so niedrigpreisige Marke, aber trotzdem ja, fand ich die jetzt nicht so überragend. Also da finde ich meine Pixies in einem kleinen Pöttchen, finde ich da viel, viel besser. Hat mir gar nicht gefallen, leider. Terre de Mars 011, das war Body and Hand Noise-Rising Milk, also eine Milch, sozusagen eine Bodylotion für den Körper oder eben für die Hände, eine Handcreme. Ich mochte den Duft nicht, ich mochte die Formulierung nicht, das ist mir nicht gescheit eingezogen. Was Schönes, Cosmos Organic zertifiziert, cruelty-free, also Naturkosmetik, freut mich, aber leider ist es das zweite Produkt der Marke, was bei mir gefloppt ist. Also ich glaube, ich werde jetzt immer alles weitergeben, was ich von der Marke bekomme. Dann momentan, das ist jetzt nur die Schachtel, das Döschen steht, ist noch im Spiegelschrank. Die Crememaske Jordan Dead Sea Salt von Dalton. Die nutzt mein Sohn jetzt auch gerade, weil ich habe da jetzt im Sale bei Dalton ein bisschen zugeschlagen und habe ein paar Sachen bestellt, unter anderem, also das seht ihr dann auch im New In. Das hier hat mein Sohn jetzt schon in Anwendung. Er hat ja ein bisschen Probleme mit Neurodermitis und ich habe ihm gesagt, er kann ja mal so eine Maske ausprobieren. Das heißt, immer vor der Dusche kriegt er jetzt so eine Maske drauf gepinselt, dann geht er unter die Dusche und nimmt sich die wieder ab und hoffe, dass es seiner Haut gut tut. Bis jetzt hat es sehr gut geklappt. In einem Tauschpaket hatte ich das hier, und zwar von Rituals of Hammam, die Black Soap.
hat mir richtig gut gefallen. Also da ist drin Eukalyptus und Olivenöl und es hat richtig streng gerochen und es war eine schwarze, richtig klebrige Seife, die man sich dann auf den Körper getan hat. Da musste man ein paar Minuten warten, das Ganze einziehen lassen und dann wieder abspülen und das war so ein richtiger Spa-Moment und ich habe das genossen und ich fand es so, so toll. Also das hat mir sehr gut gefallen. Aussortiert habe ich das hier von Hello Good Stuff von Essence Tinted Beauty Cream und zwar die 01 Light. Ich werde die jetzt auch nicht weitergeben, weil ich die so schrecklich finde. Das möchte ich niemandem zumuten. Die ist dermaßen stark parfümiert, die ist pastig, die sieht einfach, die bröckelt auf dem Gesicht. Ich finde die so hässlich. Ich habe die irgendwie um 95 Cent. Bei uns gibt es so eine Wühlkiste, da hatte ich die mal mitgenommen. Nee, ich fand die so grausam. Ganz schlimm. Das hier hat Tolerant Creme von La Roche-Posay. Solche kleinen Cremetypchen hat mein Sohn immer gerne, Mäppchen oder so, zum Handy eincremen für unterwegs. Das war, glaube ich, auch so eine. Das haben wir mal als Gesichtscreme meinem Sohn genommen. Eubos für sensible Haut. Das war richtig toll mit Thermalwasser. Und ich glaube, dass das auch, genau, parabenfrei, PEG-frei, ohne Mineralöl. Und da stehen jetzt die Inhaltsstoffe nicht drauf, aber ich glaube, das ist auch irgendwie duftstofffrei oder ganz wenig Duftstoffe drin. Hat das sehr gut vertragen. Das fand man jetzt nicht so gut von La Roche-Posay Lipicar AP+, keine Ahnung, was das für eine Wirksamkeit hat. Auf jeden Fall, die Creme hat er auch ausprobiert, die fand er jetzt nicht so gut. Dann, das hat auch mein Sohn genutzt von Bottega Verde, ein kleines Duschpröbchen mit Beeren und er liebt Beeren, hat das sehr gern gemocht und von dem war ich ganz enttäuscht, Dr. Hauschkeil, das klingt doch auch so toll irgendwie, beruhigendes Tagesfluid und es war auch so dermaßen parfümiert. Alkohol an zweiter Stelle, an dritter Stelle, dann schon an vierter Stelle kommen dann schon die Duftstoffe bald. Also geht gar nicht und das verstehe ich nicht, was das soll. Also es trocknet die Haut aus, es ist dermaßen parfümiert, das geht überhaupt nicht. Aussortiert habe ich zwei kleine Cremes von Balea, weil die einfach schon viel zu lang auf sind und irgendwie, ja, ich weiß jetzt auch nicht, die schauen nicht mehr gut aus und wirken ein bisschen ranzig. Die fliegen weg, das ist jeweils nur noch eine kleine Menge drin. Sweet as a Cookie und Like You Cherry Much. Was ich definitiv nicht weiterverwenden kann, weil der Duft bringt mich fast zum Würgen, ist der Lip Scrub Jummy Chocolate von Alvea de Naturkosmetik. Den hatte ich letztes Jahr im Adventskalender von Beauty Love, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn ich den drauf gebe, ich muss fast würgen, ist es so ekelhaft. Es ist nicht wirklich Schokolade, ich weiß es gar nicht, was es ist. Auf jeden Fall ist es so widerlich. Und ich habe von diesem Averde Lip Scrub, hatte ich schon mal einen getestet, der war auch so gar nichts meins. Und jetzt hatte ich noch zwei da und die habe ich jetzt weitergegeben in Adventskalendern, weil ich die absolut nicht mag. Also nee, das kommt bei mir nicht mehr in die Tüte. Die fand ich super. Das war von NAE, das war die Nachtcreme, nährende Nachtcreme. Hatte ich im Trashy drin und habe es mir rausgenommen und ich fand die so toll. Also den Duft fand ich toll. Das Ganze ist auch Cosmos Organic zertifiziert und die Tube ist aus Zuckerrohr. Mega spannend, oder? Und ich habe es gut vertragen, meine Haut hat es geliebt und das ist so ein Nachkaufprodukt für mich. Also wenn ich das mal irgendwo wieder sehe, wird es nachgekauft. Was haben wir hier noch alles? Von Bottega Verde habe ich noch eine Corpo, eine Illuminate Körpercreme. Genau. Und dann solche Stripes von Biore, die möchte ich jetzt auch langsam mal loswerden. Biore macht auch Tierversuche, deswegen ist das auch eine Marke, wo ich jetzt dann nicht mehr nachkaufen werde. AHA Glow Mask von Balance Me hatte ich getestet. Und ich weiß nicht, ich mag irgendwie da gar nichts bei diesen Masken. Also ich kann die verwenden, diese AHA-Masken, aber ich mag da überhaupt keinen Unterschied. Deswegen mag ich wahnsinnig gern immer noch diese Peelings mit den Peeling-Körnern drin, also diese mechanischen Peelings und diese AHA-Peelings und so. Ich mag da irgendwie nichts. Vielleicht muss ich mich da einfach noch ein bisschen mehr testen. Die mag ich total gern, habe ich mir auch schon wieder nachgekauft, mehrfach. Von Essence Nail and Cuticle Cream with Coconut Oil Moisturizing und so weiter. Das ist so ein... kann ich echt gut gebrauchen. Das ist sowas, so ein
Applikator, tut man sich dann hier so auf die Nagelhaut und so ein bisschen eincremen und so. Und ich habe jetzt momentan wieder, oh mein Gott, so trockene Nagelhaut. Ich muss das echt öfters machen. Deswegen Denkanstoß, ich muss es mir dann gleich wieder, ich habe es immer beim Sofa liegen, da habe ich so eine kleine Schachtel und da habe ich meine Sachen drin, wo ich so abends brauche, wie Lippenbalsam oder ja, solche Nagelsachen oder so. Das habe ich aufgebraucht, das hatte ich im Urlaub mit und habe jetzt noch zu Hause leer gemacht. Trettled True, True Tomato, ein Face Tonic. Das Ganze ist vegan, 30 Milliliter sind drin von Trettel Cosmetics aus Bad Reichenhall. Ja, fand ich schön. Es war ein sehr, sehr muffiger Geruch, aber wenn man so will, wirklich nach Tomate, habe ich so das Gefühl gehabt, das war auch ein bisschen rötlich, der Saft, der da rauskam. Ich habe mich gefühlt, wie wenn ich mir jetzt einen Tomatensaft ins Gesicht gebe. Ja, eigenartig, jetzt kein schöner Spa-Moment oder so, aber ja, war okay, der Toner. Dann aussortiert, da ist noch ein bisschen was drin, aber ich habe die einfach schon zu lang offen. Pomegranate Superfood von Dr. Botanicals, das ist so eine Nachtmaske, was man sich drauf machen kann. Und ich habe andere Produkte von Dr. Botanicals, die ich mehr mag. Und diese Nachtmaske gehört jetzt nicht so dazu. Das habe ich geliebt. Das ist von Natur Hand and Body Lotion Lemon Balm. Fand ich ganz, ganz toll. Das hat so toll nach Zitrone geduftet. Ich habe mir das dann wirklich aufgespart und nur immer ganz paar Stellen so auf den Armen und so, wo ich es halt dann gerochen habe drauf. Das fand ich richtig genial. Die hier habe ich aufgebraucht. Die Mile High Club von Wonder Beauty war letztes Jahr im Adventskalender drin. Eine Mascara und ich fand sie jetzt nicht so toll. Also die ist relativ schnell ausgetrocknet und war jetzt nicht so mein Favorit. Aufgebraucht habe ich, wo ich in München war, das hier ist ein kleines Fläschchen, Rituals of Ayurveda, ein Showergel. Das hatte ich einfach da im Gepäck drin. Ich habe eine Nacht in München übernachtet und brauchte was Kleines irgendwie mit und das hat gerade sehr, sehr gut gepasst. Aufgebraucht habe ich von Dabba Organics A Wildest Deep Moisture Face Cream. Wie viele Milliliter sind denn da drin? Das ist so klein, 15 Milliliter. So schaut es aus. Und da steht zwar Face Cream drauf, aber das war wie ein Serum. Also sehr, sehr dünnflüssig. Und ich habe dann wirklich danach noch eine Creme aufgegeben. Ich fand den Geruch toll und das Produkt fand ich auch sehr, sehr schön. Und ja, schade, dass es leer ist. Erst hatte ich mich richtig über das Produkt gefreut und da muss ich es total aussortieren, weil das ging gar nicht. Von Seattle London ein Coconut Lip Oil. So schaut die Verpackung aus. War in der Goodie Box, meine ich, drin. Und es ist so ein süßer, penetranter Kokosduft und das Lippenöl, es hat überhaupt keine Pflegewirkung bei mir gehabt. Also ich fand es nur richtig klebrig und eklig und muss ich jetzt leider aussortieren, weil das ging gar nicht. Richtig gut dagegen fand ich von Dr. Botanicals das Kiwi Superfood Cooling Eyes Serum. Hatte ich auch in einem Trash-Paket drin und ich fand es toll. Also ich habe das so ein bisschen tröpfchenweise aufgetragen, eingerollert und so morgens. Und das fand ich richtig schön zum Aufwachen, so ein frischer Kick. Hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir hier noch von Origins ein Anti-Aging Power Serum. Das hatte ich auch im Sommer im Wohnwagen dabei und jetzt hier daheim noch aufgebraucht. Ich mag die Marke nicht unterstützen, aber ich fand das Produkt sehr schön. Dann ein Deo-Stick. Da habe ich schon mit dem Fingernagel alles rausgepopelt, der letzte Rest. Eukalyptus-Deodorant von Marlin und Götz. Schaut so aus. War wirklich sehr, sehr klein. Es waren 5,1 Gramm drin und es hat leider nicht sehr viel gebracht. Also das hat kurz erfrischt irgendwie mit Eukalyptus und aber so. Das hatte leider keine lange Wirkung. Also nach ein paar Stunden habe ich so gefühlt wieder gemuffelt. Also das war leider nichts. Dann habe ich ein Lavendelöl leer gemacht. Johanniskraut Lavendelöl. Und das habe ich zur Massage genommen für meinen Sohn zum Beispiel. Oder eben auch auf so ein Duftkerzenwachsgedönshalter. Und das Ganze war von der Bahnhofapotheke ausgleichend und beruhigend bei empfindlichen Ohren, steht auch drauf. Ich glaube, das habe ich damals auch, da habe ich sogar mal Ohrenwickel auch davon gemacht, weil da habe ich auch solche Ohrenwickel noch daheim. Aber jetzt in letzter Zeit habe ich das eher so für Duftlampen und so genutzt oder für Massage. Und dann zum Schluss habe ich noch einen Lipstick, Sonnenlipstick, Lichtschutzfaktor 30, Lip Protect und Care von Ultra Sun. Und die fand ich natürlich gut im Sommer, weil ich brauche auch immer einen Sonnenschutz für die Lippen. Also da bin ich auch immer sehr, sehr empfindlich.
Okay, wir sind fast durch. Ich kann euch jetzt noch diese Packungen hier zeigen. Ich habe nämlich ein paar Ampullen gekauft, weil ich wollte Ampullen-Adventskalender machen. Einmal zum Verlosen. Ich habe hier einen verlost und einen habe ich noch verschenkt. Und außerdem habe ich noch anderen noch Ampullen geschenkt und so weiter. Also ich habe einige gebraucht und deswegen auch einige gekauft. Und ich wollte sie natürlich auch selber testen. Das heißt, es war jetzt so eine Mischung. Manche sind von den Packungen weitergewandert, manche habe ich dann selber behalten. Und bei manchen kann ich schon was dazu sagen, bei manchen nicht. Also zum Beispiel die hier, Terra Naturkosmetik 7 Tage Intensiv Ampullenkur. Und die war okay, aber jetzt nicht herausragend, fand ich. Dagegen die hier, richtig, richtig toll. Diese Ampullen von Isana habe ich bekommen in einem lieben Paket von Liz vom Kanal Lissaurus. Und die fand ich so toll. Also die waren echt, echt schön auf der Haut. Ich weiß es gar nicht, ob da viel Alkohol überhaupt drin war. Nee, eben nicht. Also Alkohol ziemlich weit hinten. Und richtig toll. Also die habe ich auch schon nachgekauft. Alverde, 7 Tage Ampullenkur. Geht so. Also waren jetzt auch nicht, da sind zwar Bachblüten drin, aber eben, ja, da kommt kurz vor Alkohol, kommt noch Ölbestandteile, aber ich fand es jetzt nicht so überragend. Babo-Ampullen, zweimal, zwei verschiedene Varianten und die mag ich eigentlich echt gern, also beide mag ich eigentlich gern. Jetzt nicht so, dass ich sage, die muss ich jetzt wieder haben, wie die Isana, die mir so gut gefallen haben, aber die fand ich gut. Dann haben wir die Wellnesskur von Balea, die finde ich auch okay. Also ich sage mal immer um den Preis. Also natürlich die Barbour-Ampullen, man muss das jetzt immer auch im Verhältnis setzen. Würde ich mir zum 20 Euro oder 25 Euro pro Stück nicht nachkaufen, weil es nicht diese Wirkung hat. Aber wenn ich jetzt für ein paar Euro ein paar möchte und eine gute Wirkung eigentlich haben möchte, finde ich die eigentlich ganz, ganz gut, die von Balea. Ich würde mich aber dann doch lieber für Isana noch entscheiden. Und von Jean & Len habe ich auch die Ampullen, 7-Tage-Kur, Aloe Vera und Gurke. Also der Duft ist schon mal mega und ich fand auch die Wirkung ganz okay. Also da ist Glycerin an zweiter Stelle, an dritter Stelle Alkohol. Es ist okay, aber ich fand einfach, da hat man so ein bisschen diesen frische Kick eben auch gehabt. Und vor allem, wenn man die eben morgens verwendet, fand ich die echt gut. So, Kiste ist leer. Ich habe schnell geredet. Ich wollte einfach schnell durchkommen, dass ihr auch noch was vom Tag habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.